So, hier geht's weiter in der King Arthur Attraktion, die geschlossen wurde. Nach 13 Versuchen gefühlt. Ja, jetzt sagt sie gar nichts mehr. Jetzt ist sie beleidigt. Du hast gesagt, ich habe einen Pinsel überschritten. Ja. Ja. What? Bitte. Ah! Wie? 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 Ich hoffe, das geht jetzt nicht wieder hoch. Really? Oh Gott, im Himmel. Ma! Ich hasse es, dass sie nicht so springt, wie man will. Heißt, ich springe da ran, springe wieder zurück und springe dann wieder. Boah. Und rüber da. Boah, nee, ich hab keinen Bock, das mir anzuhören. Ja, wenn es so weitergeht, darf ich gleich den Quatsch nochmal machen. Yay. Willst du jetzt überhaupt nichts mehr sagen? Ich hab meinen Fernseher überschritten. Du weißt, wie das gemeint war. Das war zu einfach. Ich hab meinen Fernseher überschritten, hast du gesagt. Ja, mit ins Intro reinlabern und ins Outro. Obwohl. Das könnte noch passieren, scheiße. Ja. Ich hab keinen Bock, mir das ewig lang anzuhören. Hä? Ach so. Weiter zurück. Das müsste reichen. Wenn man nicht. Wow. Ein Sachsenkrieger, alles das römische Würdenträger. Die Legende könnte verschiedene Ursprünge haben. Benutzen? Benutzen! Hier sollte eigentlich die Wahrheit hinter dem Mythos erklärt werden. Aber das ist nur ein Lager. Das passt aber. In diesem Laden gab es bis jetzt so wenige Wahrheiten. Warum sollte es hier welche geben? Der einzige sachliche Beleg für die Artus-Sage wurde zerstört, bevor das hier alles gebaut wurde. Sei nicht so streng mit Professor Worth. Immerhin hat er für die Renovierung des Museums den langweiligsten Ausstellungsraum geschlossen. Muss ich echt noch eine zweite Kiste herholen? Nee, die ist einfach nur zu hoch. Du sollst hier nach unten Kiste. Ach so, die Taste ist da. Ach so. Ist das immer noch zu hoch? Das kann doch nicht ihr Ernst sein. Hol eine andere Kiste! Das war meine Frage! Lass das Ding doch da, du kannst die anderen schieben! Ach so. Ja, ja, gut. Ich sehe es ein. Nein, kann ich nicht. Ups, mein Fehler. So. Du machst das gerade für ein Artefakt, ne? Echt jetzt? Ja. Muss ich da oben nicht weiter? Nein. Moment, dann weiß ich, wo es weitergeht. Nein. Achso, das sah aus, als wäre das unten offen. Okay, dann habe ich nichts gedacht. Du musst das Ding mit runternehmen. Oh. Dieses Spiel. Es macht mir so viel Freude teilweise. Was willst du denn ohne mich machen? Du bist da jetzt hochgelaufen, jetzt dich total geärgert nach 10 Minuten. Fahrt zu Ende, nichts geschafft. Das ist definitiv nicht Artus Grab. Das wissen wir schon. Wie kommst du darauf? Ich habe in meinem Leben genug Gräber gesehen, um ein Kenotaph zu erkennen. Ein was? Ein Ablenkungsmanöver. Das sieht doch ein Blinder.
Dieser Ort verbirgt etwas. Eine Leiche? Nein, eben nur. Na also, schon besser. Oh Gott. Mach nichts Wichtiges kaputt. Das ist mein zweiter Vorname. Freut mich übrigens, dass du jetzt auch glaubst, hier könnte was sein. Muss ich das hoch und ganz schnell durchfahren? Wait, what? Das ergibt gar keinen Sinn! Erklären Sie mir das! Hast du eine Erklärung dafür? Das war nicht meine Erklärung, die ich wollte. Jetzt aber noch mal. Ich wollte es lieber langsam angehen lassen. So. Natürlich fällt das hier fast ab noch. Bla bla. Laufen. Springen. Oh, das war eine Stange. Oh Mann. Ich hab mich verguckt. Ich hab's drauf. Also so langsam tut's echt weh, ne? Nö, Fails tun nie weh. Beim Zugucken. Oh. Ja, jetzt es tut immer mehr weh. Wie geil! Also es tut langsam echt weh. Also, ich fände das lustig, wenn ich das sehen würde. Ja, nach 10 Malen. Nee. Okay. 11 Mal ist dann. Ich kann mir Fails den ganzen Tag angucken. Ich meine das total ernst. Das ist deinen eigenen Sinn. Ey, man muss auch über sich selbst lachen können. Du lachst genug über dich. Nein. Andere lachen auch genug über dich. Oh. Nee, runter. Nach da. Halt dich fest. Schneller. Runter. Checkpoint. Yay. Springen. Ans Seil. Weiter. What the? Ich hinterfrag das jetzt nicht. Was auch immer das war. Es war irgendwie, ja, nicht so geplant und gewollt vom Spiel. Ich auch. Das Spiel. Da scheint irgendwo Öl ins Wasser zu tropfen. Wer weiß, wie lange es schon brennt. Ich frage mich, ob der Architekt das wohl bewusst einkalkuliert hat. Reicht das als Antwort? Lauf einfach drüber. Gib dir Päckchen, das ist am einfachsten. Ich muss doch darüber springen, oder? Ach, na, ich hab's gesehen. Ja, jetzt, ich bin dumm. Stimmt? Reicht aber bis zur Hälfte. Kannst du drauf springen. Reicht dir das als Antwort? Ja. Spring einfach, das passt schon. Mhm. Oh, ich muss die wieder herholen. Naja, ich bin immer drüber gelaufen. Du bist ja auch masochistisch veranlagt. Also wenn man sowas schon macht, muss man masochistisch veranlagt sein. Dankeschön. Bitte. Immer wieder gern. Scheiße. Und nochmal. Davon abgesehen bin ich bestimmt noch schlimmer mal so kritisch veranlagt, wenn ich Spiele immer auf dem schwierigsten Grad spiele. Oder sehr häufig. Kannst du es nicht mal? Klar kann ich das. Reicht dir das als Antwort? In LPs ist das immer eine andere Sache. Das ist einfach so. Aber ich habe Dead Space 2 zum Beispiel. Mit dreimal Speichern auf höchsten Schwierigkeitsgrad blablos geschafft. Wie lange hast du das so gebraucht? Ich glaube, ich bin dreimal oder so insgesamt gestorben. Insgesamt. Dreimal zu viel. Ja!
Du mich auch! Mein Gott, gib dir Leben und lauf da drüber, ey. Die Dinger halt doch irgendwann mal an. Ich lauf da nicht einfach nur rüber. Übers Erste möchte ich wenigstens ohne Schaden. Ja, kannst du ja auch, wenn du mal wart drauf wartest, bis es aus ist. Wenn es mal ausgeht. Also nie. Geh einfach drauf, Mann! Siehst du, das geht nicht aus. Ich will mich treuen. Ey! Na! Ja, damit musst du halt leben bei mir. Ich frage mich, ob der Architekt das wohl bewusst einkalkuliert hat. Reicht dir das als Antwort? Wow, ist dir klar, dass du dir da es muss doch einen anderen Plan eigentlich geben, oder? Ich bin immer nur so drüber, ich hab keine Ahnung. Ich habe auch eher das Gefühl, dass die da irgendwas vergessen haben hinzumachen. Ja, das erste geht hier auf jeden Fall nicht aus. Da muss. Das ist, geht nur, wenn ich hier irgendwie drüben bin, aus. Deswegen muss ich den herholen. Nein. Ja, jetzt geht's bestimmt gleich aus, wenn ich hier neben stehe oder so. Ist hier schon klar. Ja, das war klar. Irgendwie, irgendwas passt hier auf jeden Fall an diesem Raum nicht. Und Jump und Jump und Yay und. Hä? Ach so. Ich brauch die Kiste. Ich brauch die Kiste sogar. Vielleicht komm ich ja oben drüber. Gut, dass ich die mitgenommen habe. What? Ach so, Ich spring da auch immer drunter her. Wie war es mit den Anlagungen? Das funktioniert immer. Ich meine, ich übertreibe auch, aber nicht so. Ja, aber es funktioniert bei mir. Wenn ich privat spielen würde, bestimmt auch. Du machst es, Gabriel. Du siehst was immer aus. Lass die scheiß Kiste da! Die brauche ich doch bestimmt gleich wieder! Dafür! Dafür! Ach komm, das Ding wird langsamer, da kannst du drunter herrschen. Ich meine doch nicht dafür, ich meine für das Feuer dahinter. Ja, das ist aber gerade bist du relativ leise. Ja, ich bin verzweifelt. Ich brauche doch die Kiste, um da rüber zu kommen. Nein, ich muss einen anderen Weg finden. Andererseits hätte ich euch Jungs gern schreien gehört. Ja? Kann man sich hier nicht irgendwie umgucken? Ich muss doch darüber mit der Kiste, oder nicht? Ja. Mit oder ohne Kiste ist eigentlich relativ egal. Ja. Really? Really? Du musst bedenken, dass ich das auch schwer spiele, da dauert es. Nein, das hat damit nichts zu tun. Die Dinger werden langsamer. Warte! Die Dinger werden langsamer! Hallo! Ich hing schon fest! Ich konnte da nicht mehr raus. Da, sind sie langsamer gewesen, warte. Mhm. Das spielt keinen Sound mehr? Ja, und ich habe kein Timing für sowas. Ja. Ich mach das lieber auf den sicheren Weg. Das ist mein Gott, ist das langweilig. Du wolltest dabei sein, unter anderem. Eigentlich wollte ich mehr, aber hey. Also musst du mit meinen Fails leben. Ach ja, die ersten drei Male darf ich auch gerne, aber nicht beim 100. Mal. Ich zieh dich doch nur auf, das weißt du doch. Ich bin aber keine. Aufziehpuppe. Heißen die wirklich Aufziehpuppen? Ja. Okay. Konnte die nicht irgendwie mit Kraft das Ding einfach nur in die Mitte kicken? Nein, ich muss einen anderen Weg. Das ist die Angel of Darkness. Als hätte ich euch Jungs gern schreien gehört. Ach so.
Gut. Aber wenn du die Sprungtaste länger gedrückt hältst. Ich hab schon so lange gedrückt, wie es ging. So. Juhu. Noch mehr Kisten? Nein. Action? Ach, schade. Das ist Companion Cube! Really? Kann ich das überhaupt schaffen? Nein! Natürlich nicht. Gut. Ach, da ist Wasser, das habe ich nicht gesehen. Alter! Das hat so. Das sah so klar für mich aus, dass ich das nicht gesehen habe. Wow! Siehst du die Kiste da oben auf dem Regal? Die könntest du auf die Druckplatte stellen. Kiste? Das ist Kiste? Keine Kiste? Das ist ein Sarg. Jede Wette. Er meint den Sarg. Ich sehe ihn trotzdem nicht. Ich bin blind. Really? Ich sehe. Ach, da. Ja. Ich habe einfach nur an der falschen Stelle geguckt. War es nicht so? Wunderschön. Und den muss ich jetzt hier hinten hinziehen. Nee. Doch. Kannst mir nichts anderes. Wait, was? Okay, du kannst mir doch was anderes erzählen. Nee. Ich diskutiere auch gar nicht mehr mit dir. Wenn du nee sagst, dann sagst du nee. Du merkst dann eh und hältst die Klappe, sagst du wieder, ich hab recht und gut ist. Aber ich werde mich dazu einfach nicht mehr äußern, wenn du sagst nee. Ich lass es einfach sein. Es bringt eh nichts. Ey, meine Idee war gut. Nein, die war scheiße. Ich hab nur nicht damit gerechnet, dass der Sarg so steht. Ich sagte nicht umsonst nee. Doch. So, das ist jetzt aber ihre Hand. Ich hätte gedacht, so aus Prinzip. Hatten alle ihren Spaß? Gut, dann machen wir uns wieder an die Arbeit. So. Ja? Hebel ziehen, Hebel ziehen! Geht doch. Schnell! Ich bin dabei. Jetzt da oben rechts hin oder so. Hier hin? Ja. Dürfte aber nicht lange dauern. Viking, keine Sorge, Ara. Ich hab dich immer noch im Auge. Aber unter Wasser hörst du mich vermutlich kaum noch. Gott sei Dank. Hä? Das hab ich gehört. Ich guck mich hier um, ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich versuch's gerade herauszufinden. Dahin auf jeden Fall nicht. Wohin dann? Erklären Sie es mir. Hä? Ich find's echt nicht. Ach, da ist ein Hebel. Okay. Ja. Du hast gesagt, nicht in die Richtung. Ich sag doch schon gar nichts mehr. Ich hab doch gesagt, ich sag schon gar nichts mehr. Du hast aber gerade eben. Nee, nicht in die Richtung gesagt. Und dann dachte ich, wäre ich falsch. Und deswegen bin ich wieder zurückgeschwommen. Das war ja. Ich hatte ja. Muss ich hier weiter? Nein, du kommst hier. Da komme ich her? Nicht? Nein. Spring da hin. Ach stimmt, Entschuldigung. Wait, bin ich schon an dem Punkt? An dem ich denke? Hä? Echt jetzt? Da kommt doch noch eine Menge, oder nicht? Kommt mir ein bisschen schnell vor. Wir sind super gut, wir sind zu schnell. Erinnerung verschwimmen. Oh, das ist großartig. Das ist interessant. Das ist interessant, ja. Stopp! Dann noch die andere Seite.
Das ist doch der Plan, stimmt's? Hier hochklettern, da runter, darüber, da ran, darüber und dann. Machen wir das beim nächsten Mal. Bis dann.